Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gern was zeigen, und zwar ganz interessante Literatur. Karl Olof Rosenius, könnt ihr das lesen? So, ja, ne? Tägliches Seelenbrot kann ich nur empfehlen. Karl Olof Rosenius war ein skandinavischer Pfarrer. Magister Karl Olof Rosenius wurde am 3. Februar 1816 in Nysätra bei Umeå im nördlichen Schweden geboren. Sein Vater war Pastor und ein kränkliches Kind, aber hat sehr, sehr feine Literatur geschrieben. Hat auch noch mehr geschrieben als nur dieses Buch hier. Das ist Tägliches Seelenbrot, ist so ein Andachtsbuch für jeden Tag im Jahr. Kommt man einmal im Jahr, kommt man da so durch. Mehr so zweiseitige. Mal sehen, ja, ne? Zweiseitige Abhandlung geht da oben dann los. Geht über zwei Seiten. Gut zu lesen, wertvolle Dinge hat er geschrieben. Hat natürlich ein anderes Taufverständnis, als ich das habe. Ja, vielleicht manche von euch auch. Also der geht da von der Kindertaufe aus. Aber prüfet alles und das Gute behaltet. In der Rechtfertigung, im Gesetz und im Evangelium ist er eine absolute Instanz. Ihr könnt das Buch auch bestellen. Bei dem lutherischen Missionsverein Schleswig-Holstein e.V. und im Internet wohl unter der Adresse www.rosenius.de. Ich zeige euch das mal hier gerade. Na, das ist die Adresse. Könnt ihr das sehen da? Also sehr wertvoll. Ist nicht teuer. Ich glaube, ich habe mal 10 € bezahlt dafür. Ist ein dicker Schinken hier, könnt ihr mal gucken hier, ne? Ein richtiges, tolles Buch. Er hat auch noch mehr Sachen geschrieben, wie gesagt, auch zum Thema Gesetz und Gnade. Wo ist das denn hier? Geheimnisse im Gesetz und Evangelium, da gibt es 4 Bände von. 2 Bände über den Brief an die Römer. Dann Taschenbücher, Wegweiser zum Frieden, Gott der Wunderbare, die tägliche Plage der Sünde, einer starb für alle, gerecht in Christus, Gottes Geist und Wort und so weiter. Und das war immer sind immer schöne Andachten, die man hier mit hat, morgens früh. Ist ja nicht nur so oberflächliche Sachen, wie man die heute oft bekommt. Also Karl Olof Rosenius kann ich euch ganz herzlich empfehlen und ans Herz legen, ja, tägliches Seelenbrot. Und das nochmal so als kleine Anregung zwischendurch. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.